Wir können Piper nicht einfach sterben lassen. Nein, natürlich nicht, aber wir haben es hier doch gar nicht mit einem Dämon zu tun. Mit dem Buch der Schatten können wir sonst mächtige Dämonen besiegen. Wieso also nicht auch so einen lächerlichen Bacillus? Aber selbst wenn es einen Zauber gibt, fällt das nicht unter persönlichen Nutzen? Denk mal an die Konsequenzen. Welche Konsequenzen? Die Macht von dreien bleibt ungebrochen und wir können auch weiterhin unschuldige Menschen retten, also rede kein Unsinn. Puh, wenn gute Hexen alle Krankheiten auslöschen könnten, dann gäbe es längst keine kranken Menschen mehr auf der Welt. Ich will nicht, dass Piper stirbt. Ich doch auch nicht. Ich sage ja nur, dass wir, bevor wir etwas Unüberlegtes tun, vielleicht lieber mal Leo fragen sollten. Nein, das will sie doch nicht. Na und? Soll sie von mir aus sauer sein? Hauptsache, sie lebt. Wir wissen ja nicht einmal, wie wir Kontakt mit ihm aufnehmen können. Er ist doch immer einfach so aufgetaucht. Leo? 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 Hey, es hat funktioniert. Hallo Leo, hör zu. Piper ist schwer. Schwer krank, ich weiß. Ich war die ganze Zeit in der Nähe und habe alles mitgekriegt. Augenblick mal, du hast sie nicht beschützt, obwohl du alles mitgekriegt hast? Ich konnte nicht. Die da oben haben mir nicht gestattet, einzugreifen. Eigentlich dürfte ich nicht mal mit euch reden. Leo, verstehst du nicht? Piper wird sterben. Wenn ich könnte, würde ich alles tun, um das zu verhindern. Aber du liebst sie doch. Ja, natürlich. Aber meine Kräfte sind hier machtlos. Mir sind die Hände gebunden. Ihre Krankheit wurde nicht durch den Kampf gegen das Böse ausgelöst, sondern hat eine natürliche Ursache. Ich, muss wieder los. Sie wissen, dass ich hier bin. Tut mir leid. Sagt Piper, dass ich sie liebe. Ach, zum Teufel mit den Konsequenzen.